Der 15. Mai steht mit dem Internationalen Tag der Familie ganz im Zeichen familiärer Bande. Zumindest, wenn es nach den Vereinten Nationen geht. Denn die haben dieses Datum 1993 zum Internationalen Gedenktag gekürt. Hallo, Studio 47 hier. Heute ist Internationaler Tag der Familie. Wie wichtig ist Ihnen denn Ihre Familie? Die Familie geht über alles, ist das Wichtigste überhaupt. Aber leider wohnen unsere Kinder ein bisschen weiter weg und wir sehen uns nicht so oft. Sehr wichtig. Wichtigste, was es überhaupt gibt. Ohne Familie geht es bei mir nicht, obwohl sie ja weit, weit weg wohnen leider. Und ich im Augenblick auch gesundheitlich so fit bin, dass ich sie besuchen kann, was ich sehr vermisse. Also Familie ist für mich alles. Ja. Meine Familie ist alles für mich. Ich habe eine Zwillingsschwester, das ist mein Herz und meine Seele. Meine Mutter, ne, wirklich Hammer. Mein Papa, zwar mein Stiefpapa, aber schon immer für mich da gewesen, richtig Hammer. Und ohne meine Familie wüsste ich, glaube ich, gar nicht, wo ich hingehören würde, wo meine Heimat wäre. Meine Familie ist mir sehr wichtig, das Wichtigste eigentlich. Wie verbringen Sie Zeit mit Ihrer Familie? So wie jetzt zum Beispiel, die Oma in der Mittagspause besuchen. Gerne gehen spazieren, machen Reise zusammen, spielen. Also, wenn ich Zeit habe, dann verbringe ich meistens mit meiner Familie. Wir unternehmen mit den Enkelkindern was. Also Spielplatz, Zoo, alles Mögliche, schwimmen. Was ich so gerade anbietet, und kommt auf die Jahreszeit an. Also meine Kinder sind schon aus dem Haus, sind nicht mehr so klein, aber wir fahren zum Beispiel jetzt gemeinsam über die Pfingsttage in Urlaub. Vor knapp 25 Jahren ins Leben gerufen, soll dieser Tag vor allem eins: die Rolle der Familie in der Gesellschaft würdigen. Kurios und überflüssig oder ein Gedenktag, der Sinn macht? Das fragen wir jetzt die Duisburger. Heute ist ja der Gedenktag, um die Rolle der Familie in der Gesellschaft zu würdigen. Denken Sie, dass so ein Gedenktag Sinn macht oder eher nicht? Eigentlich sollte man jeden Tag würdigen. Da muss man nicht extra einen Feiertag für haben oder einen Gedenktag für haben. Also von daher denke ich mir, ist das eigentlich überflüssig. Wer so nicht dran denkt, der will es auch den Tag nicht machen. Aber gibt ja für jede Sache gibt es einen Gedenktag. Für die Familie muss ich natürlich auch einen geben. Also finden Sie es gut? Ja, prima. Für mich ist jeden Tag Gedenktag und nicht an, was mir vorgegeben wird. Familie ist natürlich ganz wichtig, aber noch ein Gedenktag, ne, sehe ich nicht so. Muss nicht sein? Nö, muss nicht sein. Der macht schon Sinn, aber der müsste mehr publik gemacht werden. Also ich wusste es bis gerade nicht, dass es den Tag gibt. Ich denke, das sollte jeden Tag normal sein, also dass man so einen Tag nicht braucht extra dafür. Ob nun notwendig oder nicht, da mag wohl jeder seine eigene Meinung zu haben. Trotzdem bleibt die Familie wohl das Wichtigste im Leben. Da sind wir uns sicher alle einig. In diesem Sinne, Ihnen allen einen schönen internationalen Tag der Familie.